Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Unboxing der Devolo-Serie. Diesmal der Devolo Home Control Rauchmelder. Der kommuniziert mit allen anderen Geräten in unserem Smart Home. Das werde ich euch später denn noch zeigen, wenn das große Anschlussvideo kommt. Und hier ist auch wieder die App abgebildet, alles drum und dran. Die App gibt es übrigens für im Google Play. Die gibt es bei Amazon. Kindle 4 Fire, so ja. Und App Store. Also hier von Apple. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel hier einen Brandfall haben solltet und ihr habt das richtig eingestellt und ihr habt diese Steckdosen aus dem ersten Video, was ich euch gezeigt habe, und habt da Lampen dran und der Rauchmelder geht los, dann schaltet der die Lampen alle an, die Richtung Fluchtweg sind. Ich habe mir da nämlich schon einige durchgelesen und so. Ah, hier haben wir dann auch nochmal eine Wartungskarte, wo die Batterie drin ist und was für eine Batterie. Dann haben wir nochmal die Anleitung an sich. So, dann haben wir den Rauchmelder an sich. Auch ein etwas dickerer, wie ihr seht. Oh, der macht mir jetzt schon Angst, wenn ich den so sehe. Der wird sehr laut sein, wenn der angeht, denke ich mal. Huaha, huaha, huaha. So, und gucken wir, was wir noch hier haben. Wir haben auch noch eine Batterie. Wir haben Schrauben und Dübel. Und wir haben noch mal so eine Wartungskarte. Ja, dann würde ich sagen, dann war das fürs Unboxing. Ihr seht, was alles mit bei ist. Wir gucken uns die Hardware im nächsten Video genauer an, werden sie auch ja, mit Batterie schon mal versehen. Und ja, dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin.